Hier sind die besten Schüler Deutschlands, des Bundeswettbewerbes Bester Schüler in der Alten- und Krankenpflege 2014. Der Präsident des Bundeswettbewerbes, Jens Fries, gleichzeitig Vorsitzender des Vereins zur Förderung pflegerischer Qualität, als Veranstalter, fasst den Bundeswettbewerb zusammen. Wir hatten diesmal ein sehr anspruchsvolles Programm, was mich sehr gefreut hat, muss ich sagen. Die Mitarbeiter aus Pflegeeinrichtungen wissen, was das bedeutet. Frau Juchli war da aus der Schweiz, die zwei sehr große Vorträge mit insgesamt 350 Teilnehmern gehabt hat. Viel weniger junge Menschen haben wir, die in die Berufswelt hineinkommen. Diese jungen Menschen werden ganz sicherlich einen Beruf ergreifen, wo sie dauernd hören, du, das ist schwierig, also weiß, das ist ganz schwierig. Die auch, das war das Nächste, mit beim Bundesminister für Gesundheit war. Dort war auch Jens Spahn, dort war ein Vertreter der Berufsgenossenschaften. Dort war der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Qualität. Also alles sehr hoch angesiedelt. Und ich muss das so sagen, der Bundesminister hat das sehr, sehr angenehm gestaltet, hat mal seine ganz persönliche Sicht zur Pflege dargestellt. Das war sehr überzeugend, muss ich sagen. Das wirkt auch nicht gestellt. Menschen, die pflegebedürftig sind, brauchen liebevolle menschliche Zuwendung. Empathie hat es gerade einer der Teilnehmer genannt und fachliches Können. Und der Bundeswettbewerb stiftet dazu an, dass junge Leute begeistert dafür sind, sich fortzuentwickeln, weiter dran zu bleiben, eine gute Ausbildung anzustreben. Das sind die jungen Pflegerinnen und Pfleger, die wir anschließend in der Kranken-, in der Altenpflege brauchen. Ich finde es toll, dass der Bundeswettbewerb dieses Verhalten honoriert. Jetzt die Sieger des vierten Bundeswettbewerbs Bester Schüler in der Alten- und Krankenpflege. Genau, der erste Sieger oder der Gewinner, nein, ich möchte mal andersrum machen, dritter Platz war Annemarie Stöhr aus Schleswig-Holstein. Der zweite Platz ist Mandy Titzer aus dem Freistaat Sachsen. Und der erste Platz ist Thomas Schrepper aus Sachsen-Anhalt. Sie sind Lehrer an einer Pflegeschule und Sie wollen sich am nächsten Bundeswettbewerb beteiligen. Dann gehen Sie auf die Seite www.future-nurse.de, dort sind die wichtigsten Daten. Und ab September werden wir alle wieder einladen für das nächste Jahr. Ich würde mich freuen, wenn so viel wie möglich Schulen aus ganz Deutschland sich daran beteiligen.